So, Tag 1. Wir gehen auf den Passo di Tremalzo. Und ich bin sowas von gespannt. Das ist eine Granatenlandschaft hier. Da geht's rauf. Ich bin total gespannt. Die Beine mitmachen. Und ja, ob das alles so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Attacke. Das ist hier die Einfahrt zum Valle di San Michele oder Michele. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Ich hoffe, es geht nicht irgendwie darauf. Mal sehen. Ja, Valle di San Michele, sensationell. Da unten läuft die Quelle. Man kann das so ein bisschen Rauschen hören. In diese Richtung ist der Ort der Begierde, der Tremalzo-Pass. Ich bin total gespannt, wie es da weitergeht. Von da komme ich jetzt gerade, da ging es irgendwie schön in den Wald runter. Also gar nicht irgendwie erst mal hoch, wie man so denkt, aber ja, war ganz cool jetzt. So, nachdem die Strecke durchs Tal leider gesperrt ist, das allerdings erst 5 Kilometer nach etwa 500 Höhenmeter Anstieg markiert war, muss ich den ganzen Krempel wieder zurückfahren. Ich bin jetzt wieder zurück am Eremo San Michele und hier geht's rauf. Schön da hinter mir, wenn wir das sehen. Es ist ziemlich steil, aber ja, ich habe noch Körner. Ich bin gut drauf. Das Wetter ist Granate. Ich habe heute tatsächlich auch schon 2 Wanderer gesehen. Mehr Leute sind hier nicht unterwegs. Bin mal gespannt, wie es oben ist. Ich fahre jetzt rauf und Holodrio. So, jetzt bin ich bei der Schiebeetappe angekommen. Muss hier tatsächlich, hier geht es 19% hoch. Hier ist auch noch keiner gefahren, ehrlich gesagt. Es geht brutal steil aufwärts. Aber rund um mich rum fliegen Schmetterlinge mit. Und es ist ein Hammerwetter. Ist nur leider völlig unfahrbar. Schotter, Riesenstücke, Steine. Man sieht es vielleicht am Bild gewackelt. Jetzt geht es dann wieder hier in den Wald. Aber ich bleibe tapfer. Insgesamt bin ich jetzt bei Kilometer 13. Dadurch, dass ich 10 Kilometer vorwärts und rückwärts gefahren bin, habe ich effektiv jetzt 3 Kilometer auf der Uhr vorwärts, also plus die 5 hin, sind 8 und etwa 50 sind's. Ich bin gespannt. Rock'n'Roll. So, was soll ich sagen? Bin fast oben. Das ist die Aussicht. Da bin ich jetzt, wenn man da unten den Weg sieht, da bin ich gerade hochgefahren. Geschoben, gelaufen, egal, Hauptsache rauf. Und wenn man jetzt sich das mal anschaut hier da vorne, also man kann es kaum glauben, was das für ein Panorama ist hier. Das ist jetzt ein flaches Stück und hier geht es irgendwie einmal satt runter. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie es hier sonst noch so wird. Da ist gerade einer vorbeigefahren mit einem E-Bike und der hat gesagt, wenn ich jetzt dann irgendwie einen Wasserfall sehe, dann bin ich richtig. Ich habe noch keinen gesehen. Ich brauche Wasser. So, es ist jetzt 11:30 Uhr. Hier liegen riesen Steine auf dem Weg. Ich habe mal ein etwas flacheres Stück erwischt. Geht es irgendwie so locker flockig durch den Wald. So nach vorne. Da vorne geht es schon wieder rauf. Das ist etwa ein Drittel habe ich. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen angestrengt. Wahrscheinlich auch, weil ich die falschen Schuhe anhabe. Weil ich, Idiot, meine Klicker daheim vergessen habe. Aber gut, wer zu doof ist zum Schuh einpacken, der muss eben leiden. So ist das im Leben. Und ja, das zweite Drittel. Auf geht's. Was geht ab? Wasser. Wasserfall. Galore. Hammer Wasserfall. Von oben bis... Also, Hammerding. Hammerding, Achtung. Unglaublich, unglaubliche Sache hier. Da geht es weiter in die Richtung
ich habe ehrlich gesagt im Moment jegliches Gefühl für Distanz oder sonst was verloren. Ich weiß nur, es geht saumäßig hoch, saumäßig. Also der Feldberg ist ein Scheißdreck dagegen. Aber wir wollen nicht meckern und ey, das ist das entschädigt für alles. Das muss man sich mal angucken, das ist der Hammer. 2 Kilometer noch. Etwa 200 Höhenmeter. Ein Mensch, der hier im Wald. Im Hintergrund kann man die Kuhglocken hören. Es geht rauf. Was sonst? Ich hau mir jetzt nochmal den Last Power Riegel rein. 2 Liter Wasser ist gut berechnet. Brauchst du auf jeden Fall. Bei den Temperaturen sicher. Riegel brauchst du mit Sicherheit 3. Meine Beine sind ordentlich angestrengt. Aber die letzten 200 Höhenmeter, die gehen jetzt auch noch. Das sieht ganz cool aus da unten. Bei den Kühen. Weiß nicht, ob man das da durchsehen kann. Fahr jetzt mal weiter darauf. Erst ist mein Riegel fertig. Mmm, lecker. So, ja, noch ein paar Meter bis zum Tremalzo. Ich bin, habe hier noch an der Alpe di Garda eine kleine Wasseraufnahme gemacht. Die ist da hinten. So sieht es hier aus. Hier geht es jetzt noch hoch bis zum Scheiteltunnel. Und da oben, wo diese Station ist, da fahre ich mal hin. Da gucke ich mal, wie es da runter geht. Auf jeden Fall ist das hier sensationell. Es zieht ein bisschen zu vom Wetter. Hier so oben rüber. Den See kann man schon gar nicht mehr sehen. Sensationell hier. Und es geht abwärts. Also ganz großartig. Bis gleich. Ich bin oben. Ich bin oben. Sensationell. Ich bin oben. Mir tut alles weh. Ich bin oben. Mein Fahrrad liegt im Weg. Jetzt kommt ein LKW. Ich muss es mal wegmachen. Jetzt wäre ich fast noch vom LKW überfahren worden. Sensation. Ich bin oben. Ich bin echt oben. Man kann es kaum glauben. Da ist noch ein Restaurant da vorne. Jetzt geht es runter zum Paso Nota. Ich will mal noch schnell ein Wässerchen schnappen. Und dann wollen wir mal sehen, was der Tag so bringt. Ich muss mich erstmal ein bisschen hinlegen. 30 Kilometer rauf, 2000 Höhenmeter. Ich find's geil. Ich bin der Hammer. Echt, ich bin wirklich der Hammer. Granate. Früher haben wir hier Fotos gemacht mit den Motorrädern. Heute fahren wir hier locker mal mit dem Mountainbike hoch. Alto Garda Eletro. Da hinten unten. Das ist der Eletrosee. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Hier ist der Tremalzo. Hier ist oben. Hier ist vorne. Ich kann es kaum glauben, echt geil. So, Abfahrt Tremalzo, da geht's lang. Schotterstraße, hoch und runter, da hinten sind die Tornanti. Da unten ist wieder eine Tornanti, da geht's runter bis da hinten in den 2 Tunnel rein und dann geht's durch den Berg wieder zurück. Sensationell. Also ich fahre jetzt hier gerade den Tremalzo runter und das ist jede Minute, die es hochging, ist es wert. Solche Straßen geht's hier runter. Es ist Schotter, es ist wahnsinnig cool. Solche Felsen stehen hier rum und hier da drüben ist irgendwie Schnee auf dem Berg. Also ich werde wahnsinnig hier. Ich das mal an hier. Das ist der Hammer. Geil, echt geil. Tremalzo abwärts. So Dinge gibt es hier ein paar. Und wirklich blöd ist, wenn man mit der Sonnenbrille reinfährt und auf einmal wird es fucking dunkel. Aber hey, lebe, Schlotzer, no. Hier fahren wir lang, da unten ist der See, ich werde zum Elch. Ich kann es kaum glauben, das ist so surreal hier alles. Das geht auf keine Kuhhaut, guckt euch mal das an, da hinten. Da fährt man runter, ich kann's, hab keine Worte. Hier geht's abwärts, geil, Hammer.
Porca miseria. Oh, ist schon wieder zu Ende. Ich fahre jetzt da runter nach Vesio. Und ja, in Vesio muss ich irgendwie links wieder einen Berg hoch zum Hotel. Und ja, das war's schon. Das ist kaum zu glauben, aber das war's tatsächlich schon. Nach etwas mehr als 7 Stunden bin ich quasi wieder zurück nach Hause. Und ja, mal gucken, wie das da unten aussieht. Und ja, ein bisschen traurig bin ich schon, weil es schon vorbei ist. Aber der Urlaub ist noch lang. Mal gucken, was geht.